Hier präsentieren wir die 5 besten 55 Zoll Fernseher-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Telefunken L48F249X3CW3 Du 122 cm 48 Zoll Fernseher. Ein hochwertiges Full-HD-TV, das ein ausgezeichnetes Foto teilt, wird zu einem erschwinglichen Preis verwendet. Der Fernseher ist ebenfalls komplett ausgestattet. Das Bild kann mit der Vielzahl von Einrichtungsoptionen eingestellt werden. Die Fernbedienung hat eine YouTuber-Taste, die von zahlreichen Personen sehr geschätzt wird. Dennoch hat der niedrige Preis auch Nachteile. Die Verarbeitung sieht recht sparsam aus, was von vielen Kunden kritisiert wird. Das Audioergebnis ist ebenfalls unzureichend auf diesem Fernseher. Der Fernseher verfügt über die erforderlichen Netzwerkfunktionen, um im Internet zu surfen, etwas auf Facebook zu posten oder Netflix sowie Amazon Prime Video Clip zu genießen. Da ein WLAN-Empfänger eingebaut wurde, kann dies drahtlos erfolgen. Nummer 4. Samsung K5179 138 cm 55 Zoll Fernseher. Es stehen drei Arten von Empfängern zur Verfügung. Wenn DVB-T und das analoge Drahtsignal ausgeschaltet sind, ist kein zusätzliches Gerät erforderlich. Verbraucher eines Kabelanbieters können den Antennendraht am Fernseher anschließen und den digitalen Suchhintergrund starten. Sobald die analoge Kabelfunktion tatsächlich ausgeschaltet ist, muss mit der elektronischen Suche begonnen werden. Die Innenantenne für die DVB-T2-Funktion kann zusätzlich an den Fernseher angeschlossen werden. Der Fernseher ist effektiv eingerichtet, um Kabelkosten zu sparen oder um Netzwerke in Full HD zu erhalten. Der Fernseher kann digital und auch analoges Satellitenfernsehen erhalten. Dazu wird eine Satellitenmahlzeit benötigt, die mit Genehmigung des Eigentümers an die Dachabdeckung oder die Hauswand angeschlossen werden kann. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hisense H55 Mac 3050 138 cm 55 Zoll Fernseher. Es gibt keine Konkurrenten für diesen Fernseher, wenn es um Größe und auch Attribute geht. Es verwendet perfekte Fotos und persistente Anwendungen. Darüber hinaus sind die Funktionen des Smart TV mit seinem eigenen Hisense-Betriebssystem sehr beliebt. Das Handling sieht an einigen Stellen nicht von hoher Qualität aus. Der Sichtwinkel ist ebenfalls nicht sicher. Eine Soundbar muss verwendet werden, um sicherzustellen, dass ein unverwechselbares Audio dupliziert werden kann. Nummer 2. LG 55U 615V 139 cm 55 Zoll Fernseher. Dieser Fernseher bietet tolle 4K-Bilder. Dieser Fernseher verfügt zusätzlich über eine überdurchschnittliche Audio-Wiedergabe. Der Fernseher kann ebenfalls schnell aufgebaut werden und lief bequem. Der Fernseher ist ein UD-Fernseher mit tollen Geräten und zahlreichen Funktionen. Bei klugen TV-Funktionen müssen eigentlich Kompromisse gemacht werden. Die Anwendungen laufen nicht reibungslos und es kann auch zu Unfällen kommen. Je nach Aufbau sind die Ecken ebenfalls etwas dunkel. Es wird empfohlen, die Setup-Alternativen zu nutzen, da dies dem Gerät ermöglicht, seine Möglichkeit vollständig zu nutzen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Philips Ambilight 55 Plus 7303 12 Fernseher. Dieser extrem flache 4K UD-Fernseher hat eine Displaydiagonale von 139 cm. Die Auflösung beträgt 3840x2150 Pixel. Der Fernseher bietet auch Ultra HD DVB T2 T2 HD CSS 2, CL Plus, WLAN sowie LAN sind integriert. Einer der wichtigsten Streaming-Dienste sowie Anwendungen wie Amazon Prime Video Clip, Online-Videotheken, YouTube, Webbrowser für das allgemeine öffentliche Web, TV On Demand und auch Social TV sind ebenfalls verfügbar. Der Fernseher bewertet 21 kg. Es ist ein dünnes Android-TV mit einem Quad-Core CPU.
dank HDR und auch, die Bilder erscheinen scharf und auch intensiv im Schatten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.